Hallo und herzlich willkommen, meine freshen Homies, zu einem weiteren Clash of Clans Let's Play hier auf unserem Kanal. Mit mir, dem freshen Thomas von PlayerGaddon. Ich habe eigentlich keinen richtigen Inhalt für diese heutige Folge. Das werden wir einfach so randommäßig rausfinden, was wir so tun werden. Also ich werde einmal mit Barge angreifen, damit ich die restlichen 400.000 Gold bekomme für meine Kanone auf Level 11. Und bevor wir jetzt angreifen werden, werde ich euch jetzt eins ins Herz legen, und zwar: Einige nehmen meiner Meinung nach dieses Spiel Clash of Clans viel zu ernst. Es ist zwar gut, auch das beste Handyspiel, was es momentan gibt. Kriegst hier Bogenschützen. Das beste Spiel, was es momentan gibt, aber einige nehmen das doch dann ein bisschen zu sehr ernst. Also gerade gab es ja eine Clan-Diskussion bei uns, und zwar hatte einer aus einem Clan dem anderen Level 4er Bogenschützen gegeben, und der andere, der die 4er Bogenschützen bekommen hat, ist total ausgerastet. Wieso? Ich verstehe es nicht. Denn es gibt da eigentlich keinen richtigen Grund auszurasten. Nee, guck mal, wenn man hier auf Info drückt, oh, das oben ist Minus, wozu ist er da? Oh, man kann Truppen entfernen, ist ja geil. Darauf sind einige wirklich noch nicht gekommen. Also, das finde ich völlig legitim, dass man sowas macht. Denn es ist einfach nur ein Spiel, und deswegen sollte man sich auch nicht aufregen. Und der die 4er Bogenschützen gespendet hat, wurde jetzt auch gekickt, so wie ich es richtig verstanden habe. Das ist einfach nur unsinnig. Das ist doch egal, was man bekommt. Hauptsache, man bekommt was und soll sich damit zufrieden geben. Also, das ist wieder so Hashtag Hipster Minecraft YOLO Swag Kiddyhaft dazu. Nee, ja, mehr kann man dazu einfach nicht sagen. Kressi, bekomme ich Drache. Gucken wir uns mal die Diskussion an. Hier, wo hat's denn angefangen? Weiter. Ich habe ihm gesagt, noch nicht lange. Dass meine Drachen noch im Labor Bearbeitung sind, aber er lappt mich lieber zu, dass seine alle schicken 5 sind. Was ist das denn für eine Grammatik? Ja, lass dich einfach in Ruhe, dann brauchst nichts schicken. Ich habe nur 25 Plätze in Clanburg. Brauch keine Level 4 Lovis. Ja, Lovis, gut Deutsch. Und da sind 5 Bogis, die Welt, alles klar, Bogis. Während du mit Raptus 9 keine 6er-Truppen hast, nur um das mal so in den Raum zu stellen. Ich farme. Ja, dann sollst du richtig farmen. Ist der Gel Alpacino, ist der das? Ich weiß es nicht. Es geht ums Prinzip, Leute, ich schwöre, geht mir nicht auf den Sack. Ja. Ja, seid beide leise, ich rede mit Levo und du bist wieder draußen. Und warum muss ich 5er-Truppen haben und du nicht? Einfach Verständnis haben und an Regel. Warum interessieren dich meine Truppeln und nicht deine? Mich interessieren deine Truppen nicht. Welche Regel? Du interessierst mich auch nicht, Junge. Ja. Also, Jay Alpacino hat hier anscheinend bekommen. Die 4er-Truppen. Ja, für Ratslevel 9 ist das verdammt schlecht. 4er-Magiertürme. 5er. Luftabwehren. Nein, wir spenden. Nein, weil mein Spendenverhältnis scheiße ist. Ja, deswegen kann man auch spenden. 4er-Truppen sind auch nicht schlimm. Clanburg. Ja. Ich finde sowas total unsinnig und. Ja, gib dich mit den 4er-Bogenschützen zufrieden. Du hast selber nur 5er-Bogenschützen. Hättest du 7er-Bogenschützen. Ja, dann ist es ein bisschen verständlich, aber mit 5er-Bogenschützen ist auch nur ein Levelunterschied und ein paar Trefferpunkte mehr. Oh nein, Mama, ich muss hier rumholen, weil ich 4er-Bogenschützen bekommen habe. Ey, ganz ehrlich, ich finde sowas einfach nur richtig beschissen. Ich würde den kicken, der, warte, wer wurde jetzt gekickt? Es war heute ein bisschen langweiliger, die Folge, aber das ist mir jetzt auch egal. Hast du Spaß, kleiner Bastard, nervennett. Hör auf, mich zu belappen. Ich nerv. Wenn du meine Truppen belappst, während deine besser sind, obwohl du Rates 9 hast. Dich soll einer verstehen. Unsere Truppenlevel sind beide 1 zu wenig für uns jeweiliges Rateslevel, aber Hauptsache, du machst mich damit runter. Und behauptest, das juckt dich nicht. Morgen bist du wieder weg, alles klar, weiß ich Bescheid. Hier beleidigt euch beide, also werdet ihr entweder beide gekickt oder keiner. Mir egal, wenn er sich für den Boss hält. Ich habe aber nicht angefangen, wenn der Führer mit mir verwandt ist. Oh! Nur weil er mit dir verwandt ist, heißt das nicht, dass du... Oh, nee.
Juckt mich nicht, so einfach ist das nicht. Lass mich nicht blöd anmachen. KD, mich juckt's auch nicht. Chill noch ein bisschen. Ich chill, aber du nicht, so wie du meine Trullen belappst. Nur weil sie meinen Rahl entsprechen. Ja, Kevin, wurde abgelehnt, okay. Luca, alter Clans voll. Aha, der ist Jumper. Hä, jetzt wurde doch keiner gekickt. Wieso schreiben die in der WhatsApp-Gruppe, dass er gekickt wurde? Al Pacino und der andere war... Oh, ich hab den Namen jetzt vergessen, ey. Das war so ein langer, wie ich es verstanden habe. Nein, warte, wie hieß der? Sir Prix. Ja, du bist noch drin. Ja, das ist heute wirklich eine langweilige Folge, aber ich wollte es nur geklärt haben, denn das ist... Ich finde sowas einfach nur richtig beschissen, wenn man sich wegen so einem Scheiß aufregt. Das ist einfach nur ein Handyspiel und mehr ist es auch nicht. Ja, ich werde jetzt mal angreifen, bevor es noch zu lange dauert. Bis gleich. Und hier haben wir auch schon fetten Loot nach zweimal Suchen. Also, das hätte ich gar nicht rausschneiden müssen, aber ja gut. Oh, ich hab schon wieder gesagt, Mann ey, ich muss mir das abgewöhnen. Fetter Loot. Maxed out Kanonen, wir kommen immer näher. Ich habe jetzt einfach mal alle Truppen gesetzt. Wieso? Keine Ahnung, einfach nur. Ah, Mann. Diese eine Mine steht relativ weit innig. Will ich auch noch innig. Weit innen. Ich sag immer innig. Kommen wir da noch ran? Ja, ein bisschen können wir da noch rausholen, aber leider nicht alles, oder? Doch. 9000, 4000, 2000. Ja, komm, 2000, das ist nicht viel. Und noch 175.000 Gold und ich habe die nächste Kanone fertig. Oh, ich kann gleich wieder eine Mauer machen. Kampf beenden. Fetter Loot. 277.000 Gold, 293.000 Elixier. Läuft, würde ich mal sagen. Jetzt wäre denn wir ein bisschen nachausbilden. Ach ja, könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Sims Let's Plays findet. Also, wie ich so sehe, so anhand der Aufrufezahl und der Like-Zahl kommt es eigentlich relativ gut an, also. Das freut mich auf jeden Fall. So, noch die Minen und Sammler einsammeln. Und wieder eine Mauer auf 9 machen. Machen wir die Ecke, weil die Ecke... Nee. Die Ecke, die werden wir uns aufsparen, damit es schöner wird, wenn wir bis dahin angekommen sind. Und wieder eine Mauer auf 9. Warum ich frage, warum ich schon Mauern auf 9 mache. Ich kann mit den Elixieren nicht mehr viel anfangen, nur noch die paar Verbesserungen im Labor. Aber ich habe nur 7 Tage Zeit, um 2,4 Millionen für den Heilzauber zu kriegen. Und das werde ich ja wohl hinbekommen in dieser Zeit. Ja, und ich würde mal sagen, das war es auch für die heutige swaghafte Folge. Swaghaft. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Falls sie euch gefallen hat, könnt ihr ruhig einen Daumen nach oben da lassen oder mir einen Kommentar schreiben, was ich besser machen könnte, was ich für die nächsten COC Let's Plays machen könnte. Falls ihr Ideen habt, schreibt mir einfach in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao.